Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum Witcher. Ich habe gerade Telefonpause gemacht und jetzt geht's hier weiter. Ich würde sagen, wenn wir schon hier sind, können wir kurz mal ein paar Örtchen durchgehen. Das Schlachtfeld. Der Ort wirkt eigentlich ganz grünlich, obwohl dort vor ein paar Jahren eine blutige Schlacht geschlagen wurde, die mit einer örtlichen begrenzten magischen Katastrophe endete. Dort gehen Felsschluchten in eine Ebene über, die noch zur Furcht ist von den Einschlägen der Katapultgeschosse und Sabrina Klevesigs Feuerkugeln. Zum Teil war schon das Gras über die rostigen Panzer und bleichen Knochen gewachsen. Doch seit der Fluch geweckt wurde, lag eine Geißelnebel auf dem ehemaligen Schlachtfeld, in dem sich ein fürchterliches Schauspiel ereignete. Die Geister der Gefallenen schlugen die Schlacht, die sie einst das Leben gekostet hat, immer wieder, bis in alle Ewigkeit. Als es dem Hexer gelang, den Fluch zu lösen, hat sich der Nebel gelichtet und die Geister sind für immer verschwunden. So, ich lese nur immer den letzten Absatz, ne? Baumilizen, verarmtes Ritterturm und Scharen von Freiwilligen unter den Zwergen kämpften heldenhaft Schulter an Schulter und ließen die kettwinischen Veteranen jeden Fußbreit Wergens teuer mit Blut bezahlen. Dennoch schien ihre Niederlage unausweichlich. Die Wende kam mit dem Skordell, die Irwet als Verstärkung organisiert hatte. Wergen konnte sich die Unabhängigkeit mit Mut, Stahl und dem Blut der Gefallenen erkämpfen. Das Lager der Trostknechte. Als Ergänzung von Hänsels Heerlager errichtete man direkt hinter dem Palisadenzaun ein weiteres Lager. Es diente dem üblichen Armetros als Unterkunft, also Handwerkern, Huren, Händlern, Dieben und Vagabunden. Vernon Roche musste es daher als Beleidigung empfunden haben, dass man ihm und seinen Soldaten ebenfalls dieses Quartier zugeteilt hatte. Allerdings waren die blauen Streifen immer noch lieber in der Gesellschaft von Gelichter als in der von Kriegern mit einem Einhorn auf der Brust. Ah ja. Das kettwinische Heerlager erkannte man schon von weitem an der lagerüblichen Kakophobie. Kakophobie. Ja. Offiziere brüllten Befehle, Lagerwächter riefen, Soldaten wurden lautstark über die Profession ihrer Mütter belehrt, Veteranen fluchten, Rekruten schneuzten sich, Huren kicherten, dazu gab es Pferdegewirr und Hundegebell. Der Intensität der Geräusche stand die der Gerüche übrigens in nichts nach. Unverwechselbar mischte sich der Dunst von ein paar tausend Männern, die eine Wache im Regen für ausreichend Körperpflege halten, mit dem Aroma von Kohl, Fußlappen und Stall. Und verglichen mit dem Pesthauch bei den Latrinen hat es beim Kairan geradezu nach Veilchen geduftet. Oh ja. So, das Amphitheater von Lochmuin ist früher zu Recht der Stolz der Stadt gewesen. Selbst das Ruine und Bar aller Dekorationen machte es noch Eindruck. Die Elfen nutzten es als Theater und Bühne für Troubadore. Vielleicht sogar als Austragungsstätte für Gladiatorenkämpfe. Der denkwürdige Zusammenkunft von Zauberern und Königen dient es als Versammlungsort. Okay, so, Prolog fertig. Ich glaube, wir haben noch vielleicht noch ein paar, Gaspar. Die Expedition endete tragisch für Gaspar. Er starb in einer Falle, die der Hinterhältige der Henna einst gestellt hat. Ne, kennen wir noch. So, die Expedition endete tragisch für Farid. Er starb in einer Falle, die der Hinterhältige der Henna einst gestellt hat. Ne, der erste bei der Frage, der zweite, weil er nicht auf einer Platte stand, weil er ja am Leben hang. Naja, jetzt ist er auch tot. Okay, der nächste wäre Ortan. Ein Branchenwechsel legt auch einen Umgebungswechsel nahe. Ortan hatte sich einem Zirkus angeschlossen und Wergen verlassen. Man konnte weiterhin diverse nützliche Dinge bei ihm kaufen. Natürlich, einmal erlerntes verlernt man nicht. Die Felicitas Cori auf dem Marktplatz von Lochmuin bot Felicitas Cori nicht nur zahlreiche nützliche Dinge, sondern auch Friseurdienste an. Und hätten wir mal eine neue Rüstung, dann könnte ich auch mal eine andere Frisur ausprobieren, aber wenn das so ist, dann eher nicht so. So! Der Troll von Wergen. Ihre letzte Episode fand statt, als beide Geschöpfe nach Wergen kamen, um es zu verteidigen. Die Kettwerner konnten sich davon überzeugen, dass die Bezeichnung Ungeheuerlichkeit des Krieges manchmal ganz wörtlich zu nehmen ist. Auch hier, ne? Okay, das wäre es auch ehrlich. So, der Visionär. Auf meinen Reisen habe ich reichlich Propheten gesehen, Verkünder heiliger Wahrheiten, die über das Ende der Welt unzüchtige Weiber, sittenlose Herrscher und Steuererhöhungen schäumten. Der Visionär wiederum predigte das Märtyritum, keine Ahnung.
Märtyrertum, so, jetzt habe ich's. Märtyrertum und die Heiligkeit von Sabrina Klevesig. Und tatsächlich entwickelte sich ein lokaler Kult daraus. Angeblich verlieh die Gunst der Zauberin dem Mann Unverwundbarkeit und Sicherheit, was immer auch davon zu halten war. Wannemar. Die Bekanntschaft des persönlichen Zauberers von Schillard Fitzösterlin mit Geralt blieb flüchtig. Zu schnell tötete ihn der Hexer. Oh ja. Azir Var Anahit. Im Verlauf der gravierenden Ereignisse in Lockmanwood, warte, ich lese mal das Ganze. Diese Zauberin stammt aus Nilfgaard, genauer gesagt aus Vikovaru. Wie ich aus Erfahrungen weiß, für den dortigen Adel einen großen Unterschied bedeutet. Der Terminus Nilfgaarder ist nämlich den Alteingesessenen der Hauptstadt des Kaiserreichs nebst allernächster Umgebung vorbehalten. Azir Var Anahit entsprach nicht dem Klischee der Nilfgaarder Zauberin, war also keine ungepflegte Vogelscheuche in alten Fetzen, sondern wählte nach dem Beispiel der Zauberinnen der Nordreiche wohlgeschnittene Kleider und unterstrich ihre Schönheit, indem sie sich schminkte. Naja, die Augen sind ein bisschen rot, vielleicht ein bisschen lang im Mund geblieben. Im Verlaufe der gravierenden Ereignisse in Lochmuin wurde Azir ermordet, wahrscheinlich von irgendeinen Landsleuten, von ihren eigenen Landsleuten. Vielleicht sogar auf Befehl des Kaisers. Nein, wir wissen, es war Fitzösterlin, nachdem sie Triss befreit hatte. Die mysteriösen Umstände ihres Todes gaben Anlass zu Spekulationen sowie politischen und propagandistischen, Alter, das sind Wörter, das ist ja furchtbar. Spielchen in Nilfgaard. Okay, sorry für das schlechte Lesen, aber ganz ehrlich, was sind das für Wörter? So, der unglaubliche Lockhart, wegen Lotterlebens und Glücksspiel aus der Magierschule in Banart geworfen, verkaufte Lockhart nun magische Schriften und Amulette zu erschwinglichen Preisen. Können wir mal vorbeischauen, vielleicht hat er eine Gleichheit. Brass von Banart. Lockmoin hatte die Zauberer schon immer fasziniert. Brass von Banart war einer von vielen, die die Geheimnisse von Lockmoin ergründeten. Wollten. Im Verlauf seiner Wanderung und Forschung kam er in den Besitz recht interessanter Waffenexemplare, die er dann an Leute verkaufte, deren Geldbeutel solche Ausgaben verkraften konnten. Ja, das haben wir schon gesehen. Markus, der Assistent des starken Numas, verdient sich mit dem Verkauf gesunder Lebensmittel, also Doping, etwas dazu, die Grundlage einer ausgewogenen Ernährung. Ilona, eine Elfe mit Bartshaar, auch künstlich, ist etwas Besonderes. Bei Zuschauermangel verdiente sich Ilona mit einem kleinen Lebensmittelladen ihr Zubrot. Der Fallas. In der Geschäftswelt ist Flexibilität schon der halbe Erfolg. Der Elf Fallas, ehemaliger Waffenschmied, verdiente sein Brötchen als Schwertschlucker. Nachdem er seine Werkstatt verloren hatte für seine paar Kunden, war er auch noch nach wie vor ein verlässlicher Schmied. Adalbert. Adalbert war Mitglied der wissenschaftlichen Expedition zur Forschung der Kavernen unter Lockmuin. Sogar unter Zauberern fiel der Mann unangenehm auf. Man kann sagen, dass Geralt ihn gleich nicht mochte und diese Abteilung war durchaus gegenseitig. Adalbert hatte es von Anfang an herausgefordert, zum Beispiel als er sagte, dass er Tristan Barbaral Flecken verpasst hat. Als die Forscher in die unterirdischen Gänge eindrangen, steuerte er hochmütig nichts als ätzende Kommentare bei, anstatt sich nützlich zu machen. Als die Expedition auf der Erhinders Labor stieß, wollte Adalbert Geralt um dessen Anteil der Beute bringen. Es entspannt sich ein hitziges Wortgefecht, das bald in Handgreiflichkeiten ausartete und Geralt tötete den Magier mit Befriedigung. Natürlich, wie auch sonst, Cynthia. Geralt hatte nicht damit gerechnet, Cynthia wiederzutreffen, erst recht nicht in einem so ungewöhnlichen Ort. Doch so kam es. Die Nilfgaardrin leitete eine wissenschaftliche Expedition zur Erforschung der Kavernen unter Lockmuin. Ziel war es, das Laboratorium des berühmten Magiers Deahenna zu finden. Bei der Expedition unter den Ruinen der Stadt war Geralt Cynthia gegenüber wachsam geblieben, aus gutem Grund. Doch ihre Geheimnisse, gemeinsame Überwindung tödlicher Gefahren ließ das Eis zwischen ihnen schmelzen. Als es zum Streit um Deahennas Erbe kam, wollte der Zauberer Adalbert den Hexer töten. Cynthia ergriff jedoch Partei für Geralt. So, Hauptpersonen, Triss Merigold. Ich lese jetzt wirklich, bei Triss lese ich nur das letzte durch, ne? Ihr könnt hier, wer Bock hat, ne? Kann sich da die ganzen Absätze durchlesen. Ja. Ich glaube, das geht einigermaßen so. Und jetzt noch. Die Suche nach Triss in Adien brachte eine bittere Wahrheit ans Licht. Triss hatte sich in Gestalt einer Nefrit-Figur eine Zeit in Geralts Besitz befunden. Und der Ahnungslose hatte sie geradewegs in das Lager der Nilfgaarder getragen. Der Gesandte sah sie für gewisse Pläne in Lockmuin vor.
So, Rittersporn. Da dürft ihr natürlich, also beim Rittersporn dürft ihr gern selbst durchlesen. Ich weiß nicht, was wir da als letztes gelesen haben. Aber wie gesagt, ich lese nur den letzten Text. Geralt und Iorwet zogen nach Lochmin zu ihrer Begegnung mit dem Schicksal. Ich dagegen beschloss, noch eine Weile in Wergen zu bleiben. Denn an Themen für neue Balladen fehlte es mir wahrhaftig nicht. So rang ich meinen Impuls nieder, pünktlich in Lochmin zu erscheinen, um Zeuge der kommenden Ereignisse zu werden. Den Rest der Geschichte kenne ich nur aus Erzählungen, die ich hier aber getreulich wiedergegeben habe. Wenn etwas fehlt, war es der Erwähnung sicher ohnehin nicht wert. Ja, wahrscheinlich. So, Vernon Roche. Auch wieder, ne? Könnt ihr gerne selbst lesen. Ich versuche da immer ein bisschen zu stoppen, dass er alles lesen kann. So, Roche lieferte nicht nur wertvolle Informationen, sondern hielt auch noch den Kopf hin, indem er half, das Königsblut zu beschaffen. Auch wenn Geralt sich zuvor gegen eine engere Zusammenarbeit entschieden hatte, vertraute Vernon darauf, dass er Hexervolk des Mörders schließlich fassen würde. Sie sahen sich nicht wieder, doch Geralt vergaß nicht, was der Hauptmann der blauen Streifen bei ihm gut hatte. Oh ja, das hatte er. So, Schillert Fitz Österlin, alter Schwede. Okay. Geralts Begegnung mit Schillert in Hensels Lager verlief weniger freundlich als die vorangegangenen. Wie sich zeigte, war der Hexe nur ein lästiger Bauer auf dem Weg zu Triss Merigold für den Gesandten. Schillert wollte sich ihrer für seine politischen Ränke bedienen. Da Geralt hinderlich war, befahl der Gesandte ohne zu zögern seinen Tod und begab sich selbst nach Lochmuin. So, der Elf hinter meinem Auge, Iorwet. Könnt ihr gerne lesen, auch alles hier. Ich stoppe mal kurz, damit ihr Zeit habt, auf den Stopp-Button zu drücken und das zu lesen. Warte, so. Vor Ort trennten sie sich. Iorwet ging Philippas Quartier suchen und Geralt blieb eine Weile ohne jede Nachricht von ihm. Man darf dennoch annehmen, dass der Anführer des Gardell die Zeit nicht müßig vertrat, so wie wir. Wir sind ja da eher, naja. Sultan Shivai dürft ihr auch gerne selbst durchlesen. Ist zwar auch interessant alles zum Lesen, aber ich habe gerade die Zeit ist da ein bisschen, also ist da, ich kann nicht eine Folge nur durchlesen. Das, wie sieht das denn aus? So, wie ich beschloss, auch Zoltan in Wergen zu bleiben, während Geralt und Iorwet nach Lochmuin gingen, um das letzte Kapitel dieser Geschichte zu schreiben. Also, letztes Kapitel, war ich doch gar nicht so falsch. In neuerdings unabhängigen Ponta-Tal gab es viel zu tun und der Zwerg war die geeignete Person, einen Teil der Verantwortung zu übernehmen. Boah, okay, es kommt dann noch Ungeheuer. Alter. Sheila de Tankavide. So, ich dürfte auch gern nochmal durchlesen. Die schockierende Wahrheit über Sheila de Tankerville und die wichtigeren Puzzleteile, was ihre Rolle bei den Ereignissen im Norden betraf, sollten erst später vollends enthüllt werden. Doch auf eine erste Spur stieß Geralt durch puren Zufall. Eine der Träume, die Harpyn gestohlen hatten, legten sie als Auftraggeberin des Attentats auf König Demavet von Edien nahe. Serit. Serit war offenbar einer der von Roche erwähnten Hexer. Als Sheila ihr Versteck gefunden hatte, sollten sie den Rückzug des Königsmörsers decken. Auch wenn sie dabei starben, erfüllte sie ihre Aufgabe und verschaffte Leto Zeit zur Flucht. Der Aegon. Aegon war vermutlich einer der Hexer, die Roche erwähnt hatte. Sie sollten den Rückzug des Königsmörsers decken, nachdem Sheila dessen Versteck aufgespürt hatte. Obwohl beide am Ende starben, hatten sie ihren Auftrag doch erfüllt und Leto Zeit zum Verschwinden verschafft. Hänselt. Gerne lesen, ne? Wie gesagt. Dürft ihr immer gerne lesen. Der Herrscher. Sie hätte sich nach keinem Tritt in den Unterleib lausiger fühlen können. Bezwungen von der Laienverteidigung Wergens, also von Bauern, Adligen, Zwergen und Elfen, überdies angeführt von einer Jungfrau, musste er zähneknirschend seine territorialen Ansprüche auf Edien fahren lassen. Fahren lassen? Fallen lassen. Und dies auf der Versammlung in Lochmuin auch noch offiziell bekannt geben. Den Ausdruck auf dem grauen Gesicht werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Philippa Eilhard. Die ist eigentlich auch ganz nett, aber ich glaube, die Zauberinnen, bis auf Triss, sind die alle ein bisschen verschlagen und gemein. Hat man ja auch an Cynthia gesehen, die ist ja auch nicht viel besser. Wenn Philippa Eilhard angenommen hätte, dass ihre Probleme in Lochmuin enden würden, hatte sie sich verkalkuliert. Sie wurde direkt nach ihrer Ankunft von den Redaniern festgenommen und landete im Kerker, wo sie des königlichen Urteils harren musste. Wir wollen sie natürlich jetzt befreien. Die liebe Saskia, die ist sehr hübsch und... Naja, gut, es ist ein Drache, da sehe ich keine Bettspielchen mit ihr. Ja,
Saskia war nicht mehr der Herrin ihrer selbst. Wer Gewalt über den Drachen hatte, würde über sehr viel Macht verfügen. So, Stannis, den gibt's ja auch immer noch. Der junge Fürst wurde des versuchten Giftmaß an Saskia für schuldig befunden und konnte von Glück reden, dass man ihn in den Kerker steckte, weil ihn der Bob sonst ein Stück gerissen hätte. Ja. So, Detmold, auch ein Magier. Der wurde auch getötet. Hänsel, königliche Abkunft, rettete ihn. Abkunft, ja. Doch Detmold traf das Geschick des verhassten Tyrannendieners. Der Zauberer hauchte sein Leben auf dem Marktplatz von Wergen aus, das zu erobern er geholfen hatte. Ja, hat aber nichts gebracht. Unsere Bekanntschaft mit Yarpin Zikrin reichte weit zurück. Am Anfang stand die berühmte Jagd nach dem goldenen Drachen, der sich nicht fangen ließ und stattdessen den Jägern alle Knochen zermalmte. Dieses Ereignis ist einer meiner Balladen beschrieben, an die jene verwiesen seien, die an Einzelheiten dieser Begebenheiten interessiert sind. Wie die Mehrheit der Zwerge kennzeichneten, Zikrin außer seiner Liebe zum Gold auch deftiger Humor, nüchterne Urteilskraft und Pragmatismus, außerdem Loyalität gegenüber seinen Freunden. Geralt erwähnte, dass er Yarpin und dessen Leute später in geheimen Diensten für König Hänsel von Kettwin wiedergesehen hatte, als sie eine Wagenladung eskortierten. Obwohl damals selbst in keine lustige Lage, hatten sie dem Jexe ihre Hilfe nicht versagt. Was zeigt, dass ein Zwerg seinen Freund in der Not nicht verlässt. Ja, das könnte stimmen. Sheldon Skax. Wenn ich mich recht entsinne, traf ich den Zwerg Sheldon Skax vor etlichen Jahren zum ersten Mal unter der alten Eiche Bleoberis, wo ich die lokalen Beamten und das zahlreiche versammelte Publikum mit einer Darbietung ergötzte. Skax war ein mächtiger Krieger und so direkt wie seine Stammesbrüder schlicht in Worten, doch empfindlich, was seine Rasse und insbesondere die Ehre der Zwergenform betrifft. Als Veteran von Soden und Brenner, wo er als Offizier der Freiwilligen Armee Mahakams gekämpft hatte, liebte er Lieder von Heldentaten und kämpferischer Überlegenheit. Seine Anerkennung wusste er auch materiell auszudrücken und strafte damit die Vorurteile über den Geiz der Zwerge und ihre Ignoranz gegenüber wahrer Kunst Lügen. Die Sabrina Klevesig. Ach shit. Die Zauberin Sabrina Klevesig aus Ard Karaich, Hauptstadt von Kettwin, war lange die Ratgeberin König Hänsels gewesen. Doch mag diese Bezeichnung irreführend sein. Als echte Tochter der kettwinischen Wälder war sie für ihre Entschlossenheit und ihr Temperament berühmt. Es heißt, dass sie bei Hänsels Ansprachen bisweilen die Faust auf den Tisch hieb und schrie, er solle sein königliches Maul halten und die Ohren aufsperren. Solche Berichte waren nicht nur realistisch, sondern der König hielt dann tatsächlich das Maul und hörte ihr zu. Zum wilden Charakter Sabrinas passte ihr nicht minder wilde Schönheit, die sie durch klug gewählte Gewänder unterstrich. Dies mit ihrer Macht als Zauberin dürfte ihre starke Position erklären, nicht nur in Kettwin, sondern darüber hinaus. Ihre Position bewahrte sie letztlich nicht vor königlichen Zorn. Sie enttäuschte Hänsel einmal zu oft und hauchte ihr Leben auf dem Scheiterhaufen aus. Ja, so kann es passieren. So, alle Charakter mal durchgelesen. Ich glaube, hier ist eh nichts mehr. Handwerklich kann man das alles einmal schnell durchklicken. Hier ist dann auch nichts mehr, das sind irgendwelche sinnlosen Sachen. Hier auch nichts Interessantes mehr. Wilder Jagd hätten wir noch ein paar Sachen. Die dürft ihr euch gerne selber durchlesen. Ja, das dürft ihr euch gerne selber durchlesen. Und jetzt sind wir wieder hier. Ah, furchtbar. So. Questmäßig sieht er gut aus. Ich hätte nur gerne eine Rüstung. So, der Banat müsste eigentlich eine Rüstung haben. Was ich so weiß. Ich möchte etwas kaufen. Rüstung. Genau, die Rüstung von Tirnalia. Die ist, glaube ich, besser als unsere. Kostet aber 3000. Das ist verdammt teuer. Schön wäre es, wenn er... das ist auch ein Schwert. Alter Schwede. Okay, ja, die Schwerter sind hier ziemlich geil, die er hat. Das muss ich zugeben. Aber ich hätte gerne eine Rüstung. Aber er hat keine. Warte, ich muss mal schauen, ob Ortan vielleicht Rezepte... Nein, der war es, glaube ich, gar nicht. Ortan war es, glaube ich, nicht. Das war der Typ hier hinten, war es. Der Rezepte verkauft. So. Vielleicht verkauft er was Interessantes, was ich brauchen kann. Meine Seite. Rune, nee, ist für mich uninteressant.
So, absolut Raffat. Okay, das sind alles Rezepte. Das brauche ich eigentlich nicht. Schema. Mit diesem Staub, Elementstaub, gerade das Leder, Leder, Nieten, Rune, 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 Rune. Und so liest du. Ja, das ist eigentlich nichts, was ich brauchen kann. Blöd gelaufen. Geißelt eure lüsternen Körper! Er hat noch aber was. Ich möchte was kaufen. Schauen wir mal, was du hast. Falkers Blut, goldene Büro, Rezept, Rezept, Rezept. Schema, Aufwertung, Schema, Karme. Was ist das? Ein Schwert. Excel. Achso. Ah, das sind meine Sachen wieder. Mann. So, Drachentraum. Kartätsche Bombe. Stinge. Oh, Rezept, Rezept, Rezept. Schema, Schema. Feuersbrunst, Harpienfalle, Reißer. Talgarischer Winter. Ja, Raserei ist jetzt nicht so das Prickelnde. Ich gucke jetzt noch. Auf einem Zobelpelz. Und hier ist das, ne? Vielleicht der andere Schmied hat vielleicht noch was. Ich weiß es ja nicht. Gut, es ist Nacht. Ich bin mir ja nicht sicher, ob die überhaupt draußen sind, aber anscheinend schon. Anscheinend schon. Konstabler Johann Natalis? Der Interrex. Da ist er. Natalis ist der Regel. So. Ah, möchte was kaufen? Kann ich da. Hast du vielleicht was Interessantes? Schema, blauer Metrit. Derk Rudai. Oder Rudahir. Irgend sowas, keine Ahnung. Eieiei. Weiß ich nicht, ob ich das brauchen kann. Hat er sonst noch irgendwas? Nein. Okay, wo ist denn das? Kostet 1700, muss gut sein. Ich guck mal.